In diesem kleinen gelben Päckchen befindet sich ein Smartphone. Welches erfahrt ihr entweder nach dem Vorspann oder ihr habt einfach schon den Videotitel gelesen. So oder so, ich freue mich drauf. Los geht's. So, da ist es also, das Xiaomi 9T. Ausfahrbare Frontkamera, ganz prägnant hier vorne schon zu sehen, ein All-Screen-Display. Ob das die eigentliche Größe vom Gerät ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das fände ich richtig toll, wenn das nur so ein kleines, kompaktes Gerät wäre. Wir haben die Farbe Carbon Black. So wie ich das mitbekommen habe, gibt es die International, die Global-Version von diesem Gerät auch nur in Carbon Black hier zu kaufen. 6 GB RAM, 64 GB Speicher und wir können es kaum erwarten, wir schauen jetzt drin oder rein, was in der Box drin ist. So, da bin ich mal gespannt. Folie mal weg und dann packen wir das mal aus. Okay, also die Verpackung ist schon mal sehr massiv hier, ist wirklich schön gemacht. Was haben wir denn da drin? So, das geht wohl hier auf. Hier sehen wir schon direkt das SIM-Tool, das hier dabei ist. Dann haben wir hier einmal ein User-Guide und eine Warranty-Card. Und hier, da bin ich schon gespannt drauf, ein Hardcase. Ein, ja, relativ dünnes, aber gut anzufühlendes Hardcase. Bin gespannt. Sehr schön. Und hier schon das Gerät selbst. Wow, das ist noch mal größer, als ich mir das vorgestellt habe. Auch ein bisschen dicker. Ist gar nicht so, kommt nicht so dünn daher. Da bin ich schon froh, dass die Hülle so dünn ist. Noch dabei ein europäischer Ladestecker und ein USB-Typ. Kamera. Ein USB-Typ-C-Kabel, sehr gut. Allerdings hier wieder, Kompliment an Google, USB-C auf USB-C. Hier haben wir USB-A auf USB-C. Weiter geht's, was haben wir noch drin? Ein Netzteil, lasst mich kurz gucken und ausrechnen. Hier stehen Output 5 Volt bei 3 Ampere, also 15 Watt. 15 Watt Fast Charge Netzteil. Sonst ist in der Packung, nein, nichts drin. Und hier ist das Gerät selbst. Also es geht in einem ab. Ohne Geräusche. Und da ist es dann also. Hier haben wir noch kleinen Kleber drauf. Auch mal noch ab. So, da ist das Teil. Was wir hier, kann man das in der Kamera sehen? Moment. Einmal scharf gestellt. So. Also hier sieht man noch mal ein bisschen dieses Carbon. Ne? Diese Faser sieht man hier. Schön. Die Kameras stehen gar nicht weit aus dem Gehäuse raus. Das gefällt mir auch ganz gut. Also, und dann machen wir das einmal an und schauen, wie das Ganze aussieht. So, Mi.com, wir werden begrüßt und man merkt schon direkt AMOLED-Display, denn das Mi ist ganz klar alleine auf dem Bildschirm zu sehen. Das ist eigentlich das absolut Schönste an so einem AMOLED-Display, wenn Text alleine da drauf steht. So, das ging flott. MIUI 10, Design for Fullscreen Experience, da sind wir mal sehr gespannt. Dann stellen wir das einmal ein auf Deutsch. Ist auch gut, die internationale Version kann man direkt auf Deutsch einstellen. Jetzt gehen wir hier einmal weiter auf Deutschland, weiter Netzwerkverbindung. Dann machen wir das einmal, gebe ich einmal das Passwort ein. Verbunden, sehr gut, weiter. Die Geschäftsbedingungen habe ich gelesen, stimme zu. Diesen Schritt überspringen wir, nein, überspringen, weiter. So, jetzt sucht das Gerät nochmal nach Updates. Updates werden schon installiert. Also im Moment macht es noch den Anschein, als wäre hier unten so ein riesen Kinn, aber ich glaube, das sieht einfach nur so aus, weil AMOLED-Display schwarz einfach schwarz ist. So, wir wollen aktuell keine Daten kopieren. Wir wollen auch noch nicht anmelden. Wir überspringen das Ganze.
Standort, WLAN-Suche, Diagnosedaten, weiter akzeptieren. So, jetzt werden noch Kleinigkeiten angepasst. Verstanden. EMI Cloud wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Wir wollen nicht mit der Mi Cloud synchronisieren. Überspringen. Passwort festlegen mit Fingerabdruck. Wir möchten mit einem PIN das Ganze im Notfall entsperren. Das habe ich verstanden. Da legen wir einmal den PIN fest. Nochmal. So, damit der Bildschirm interne Fingerabdrucksensor ordnungsgemäß funktioniert, verwende keine Schutzfolie. Falls du dennoch eine verwenden willst, wähle eine offiziell kompatible Folie. Seht ihr, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es ja darauf ankommt, dass da auch eine Folie drauf ist, die den Fingerabdruck auch durchlässt. So, leicht auf diesen Bereich drücken. Machen wir einmal, halte deinen Finger ein wenig länger auf dem Bildschirm. Drücken, nach Vibration anheben. Und nochmal, und immer wieder. Und nochmal. Und nochmal. Fertig. So, mehr Programme zur Benutzererfahrung, Diagnosedaten, automatisch personalisierte Werbung. Bin ich überhaupt kein Fan von. So, weiter. Ich möchte das Standarddesign. Jawohl. Installation abgeschlossen. So. Ding, 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 ding. Yay! Wow. Okay, das Display begeistert mich ziemlich. So, hier haben wir schon direkt ein Update verfügbar. Das laden wir auch mal runter. Geht bestimmt auch im Hintergrund. So, da haben wir das Ganze. Und jetzt haben wir ja auch schon den Fingerabdrucksensor eingerichtet. Hier sehen wir auch schon. Oh, schön, ja. Einmal drauf. Einmal drauf. Okay, nochmal. Okay, das im ersten Moment fühlt sich das gar nicht so schnell an, aber ich glaube, wenn man trifft, ja, das geht. Durch den Farbverlauf hier ist es echt schön anzusehen mit diesem mit dem AMOLED-Display nochmal. Bin ziemlich begeistert gerade. Sieht auch relativ clean aus. Ich hätte einfach gedacht, dass das noch ein bisschen verspielter ist, so wie ich es von Huawei kenne, aber hier ist Xiaomi, obwohl irgendwie für meine Begriffe ja noch chinesischer oder noch fernöstlicher unterwegs. So für meine Begriffe ist es echt, sie sieht schon fast Stock aus. Also echt schön. Schauen wir einmal in die Einstellungen. Da. So, jetzt einmal die System-App. Nein. Mein Gerät. So, hier haben wir es jetzt. Also, wir haben einen Octa-Core mit maximal 2,2 GHz hier eingebaut. 6 GB RAM sehen wir hier nochmal. 52 von 64 GB Speicher verfügbar. Und die Modellnummer, wie gesagt, hier oben nochmal Mi 9T. Ein Android 9 ist hier drauf. Der Stand der Sicherheitsupdates ist der von Mai. Das heißt, es ist auch sehr löblich, dass hier von Mai schon das Sicherheitsupdate drauf ist. Hier sieht man auch, dass im Hintergrund jetzt gerade schon die Updates alle runtergeladen werden. Also macht auf den ersten Blick wirklich einen sehr guten Eindruck. Fingerabdrücke nimmt es gar nicht so schnell an. Hier habe ich auch das Gefühl. Erstmal, jetzt schauen wir mal. Und die Hülle, wie gesagt, sehr dünn. Machen wir einmal drauf. Wow, okay. Mit der Hülle zusammen sind die Kameras hier hinten, weiß nicht, ob ihr das seht, quasi versenkt. Das heißt, man sieht die Kamera nicht und die Kamera liegt auch nicht auf, wenn ich das Handy so auf dem Tisch liegen habe. Sehr angenehm wirklich in der Hand zu halten. Schwupps, da ist er. Also, echt top Gerät, macht was daher. Gerade dieses Riesendisplay macht im Moment wirklich mich ziemlich an, liegt auch gut in der Hand. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage bringen. Ich mache jetzt mal die SIM-Karte rum und mache meine Apps drauf, melde mich mit dem Google-Konto an und dann schauen wir mal die nächsten Tage, wie das Ganze aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.